Hallo Leute, ja, wir sind hier in der Welt von Dwarf Fortress, die wir schon generiert haben. Es ist die gleiche Welt wie letztes Mal, wo wir schon einen Punkt hatten. Und wir suchen jetzt eine Startposition für unser neues Fortress. Und dafür würde ich sagen, Find Embark Location gehen wir erstmal hin. Savagery. Was gibt's da? Kalm brauchen wir da. Spirit. Evil. Gut. Normal. Evil. Gut ist doch schon mal was. Elevation brauchen wir nicht. Temperature, doch, da sollten wir schauen, dass wir Medium haben. Range spielt nicht so eine Rolle. Drainage ist das. Und das ist. Nee, Aquifer ist da unten. Okay, Drainage weiß ich jetzt nicht. Flugstone brauchen wir auf jeden Fall. Aquifer Light. Nein. Und das auch nein, weil das ist ja erstmal zu schwer für mich. Obwohl, eigentlich auch Quatsch, aber wir können es probieren. River brauchen wir, weil wir müssen frisches Wasser haben. Soil wollen wir haben. Und Clay wollen wir auch haben. Sand ist, glaube ich, für mich jetzt nicht spielentscheidend. Flugstone hatte ich das schon? Ja, Flugstone hatte ich schon. Und dann gibt es hier mehr Metalle, die ich jetzt einfach mal so lasse, wie sie sind. Ich muss da jetzt nicht was haben. Sonst kaufen wir es, ne? Über die Händler. Gut, gehen wir ins Logo und dann in den Großbildschirm. So, jetzt hatte ich eigentlich Find Embark Location, habe ich das? Also Beginn hätte ich drücken müssen. Ich habe natürlich unten auf Find Embark Location, aber da steht noch alles passend drin. Ja, dann Beginn. Und er sucht, wie ihr seht. Die Streifen werden hier gemacht. Sollte eigentlich schon passiert sein. Bin gespannt, ob er was findet. Aber wahrscheinlich nicht, weil wir zu zahm sind, ne? So, hier steht irgendwie ein Punkt, aber das könnte auch unser altes Fort sein, oder wie sehe ich das? Warte mal, jetzt lass uns erstmal auf der Karte nochmal weiter gucken, ob es hier noch grüne Bereiche überhaupt gibt. Nein, es gibt keinen einzigen grünen Bereich wohl. Und nur da ist diese Marke und die sagt bestimmt, dass wir da schon mal waren, oder? Elves, Neighbors, Hostels. Aber das ist okay, da kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir müssen wohl nochmal suchen. Clear Find Results. Find Embark Location. Und dann müssen wir halt schauen, dass wir etwas rausnehmen. Not a while, Deep Soil, Some Soil würde auch reichen. Clayness, no, not a while. Clay nehmen wir auch raus. Und Some Soil, das ist Mutterboden sozusagen, den wir brauchen, um pflanzen zu können. Ne? Obwohl, wir haben jetzt gerade das Dingens. Warte mal, Little ist, glaube ich, mehr wie Some, oder? Nee, Some, warte mal. Nee, Some ist mehr. Dann lass uns Some nehmen und nochmal suchen und ohne Clay. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Da kommen schon die durchforsteten Gebiete. Schauen wir mal, ob es jetzt besser ist. Aber auch da sehe ich keine grüne Stelle. Ne, hat auch nichts gebracht. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier Aquifer Light. Nehmen wir mal dazu und beginnen die Suche nochmal. Ein bisschen Grundwasser kann nicht schaden. Kriegen wir auch noch hin. Also Grundwasser ist dann die größte Herausforderung wahrscheinlich. Mal gucken. Sieht aber trotzdem noch so aus, als ob es keine Startgebiete gibt. Okay, dann müssen wir noch mehr einschränken. Warte, wir fangen mal von oben an. Das ist klar. Calm, Savage, ja. Spirit ist gut. Ja, gut, dann lassen wir den mal raus und beginnen das Ganze nochmal. Jetzt müsste er hier auf der linken Seite. Oh ja, jetzt gibt es schon mal hier grüne Felder. Okay, wir haben eine Chance, dass wir jetzt was erreichen werden. So, ah, da sind sogar ganz viele. Was haben wir denn hier so? Oh, das sieht schon da aus, dass wir da sowas Rotes haben und dann würde das bedeuten,
Temperature ist Ocean. Keine Bäume, das ist schon mal für uns schlecht. Sind hier Bäume? Nein, da sind auch keine Bäume. Das ist auch keine Bäume. Ohne Bäume brauchen wir gar nicht anfangen. Da habe ich bestimmt keine Chancen, was zu bauen, oder? Weil ich muss erstmal Holz haben, um meinen Anfang hinzukriegen. Das ist bei mir so. Ah, hier ist Woodland. Silver, Copper, Fluxstone, Woodland, Warm, Calm, Goblins sind near side a short trip northwest. Das sind sie dann wahrscheinlich hier, ne? Slash Dark Goblin Pits. Okay. Vielleicht ist das ein bisschen nah da dran, ne? Wollen wir also auch nicht versuchen. Was haben wir hier? Ah, da sieht schon mal besser aus. Da sind sie schon mal weg. Was ist das? Goblin vor und hier unten auch. Wie weit ist es? Ein halber Tagesreise ist das weg. Wir können erstmal weiter gucken. Hier waren wir schon. Naja, das war am Meer. Hier haben wir eine ganz kleine Ecke. Halbtagesreise bis zu den Goblins. Und was ist hier so? Ah, das ist zu nah. Vielleicht finden wir ja noch was Besseres. Hier so. Elfen und Menschen sind da und die Goblins sind auch da. Hier vielleicht. Ne, das ist auch nichts wahrscheinlich. Night Soil. Goblins sind da in der Nähe. Oh, hier sehe ich schon mal kein rotes in der Nähe, sind aber Goblins. Aber hier sind, ist niemand, aber das alles andere ist nichts für uns. Was haben wir hier noch für Optionen? Oh, hier, ne, ist nur Steinwüste, ne? Okay, das ist es auch nicht. Was haben wir hier für einen Bereich? Auch nur Steinwüste wahrscheinlich. Kein Holz, kein Holz. Spares, ein paar Bäume. Aber hier sind schon die Goblins, ne? Ja, aber die sind ja auch überall. Aber wir können ja trotzdem noch ein bisschen weiter gucken. Hier oben, wie sieht es hier aus? Hier ist ein schönes Fleckchen, oder? Aber hier ist es heiß von der Temperatur her. Hm. Aber hier ist hier Zeit. Hier gibt es gar keine Goblins in der Nähe. Wer ist das denn hier? Das sind die Elben. Vielleicht sollten wir doch hier starten. Starker Wald. Other vegetation is thick. Da gibt es auch einen Fluss. Aber da gibt es kein Aquifer. Fluxstone fehlt uns da. Dann bringt das da nichts. Da hat er falsch rausgesucht, oder wie sehe ich das? Da ist auch kein Fluxstone drin, oder? Na, das ist ja doof. Woodland, Fluxstone. Aber hier ist es. Shallow Clay, Shallow Sand, Various Deep Soil, Light Squickwiffer, Silver Copper Lead, Fluxstone Layer. Nachbarn sind auch da. Temperatur ist das Einzige, was ein bisschen schlecht für uns ist. Aber Hot. Was ist? Ja, hier ist auch Hot. Das war schon die Ecke, naja. Und wie ist die Temperatur hier? Hier ist auch noch hot. Aber warte, hier ist auch noch was. Aber, ja, hier wäre ein bisschen Holz bei, ne? Warm. Ach, guck mal, das ist doch hier eine schöne Ecke. Allerdings nur Flugstone. Auch keine Vegetation, kein Soil. Hier ist es warm. Woodland bedeutet, es gibt Holz. Ich glaube, diese Stelle gefällt mir. Elben sind 3 Tage weg, die Menschen eine halbe. Das heißt, die kommen uns besuchen zum Handeln. Ich glaube, das würde unsere Stelle sein. Ja. Dann embarken wir die mal, oder? You have selected an area with a light aquifer. Water might need to be pumped out for carried away. Ja klar, das ist kein Ding. Da müssen wir mit klarkommen halt, ne? So, und dann prepare for the
Journey carefully. Und wir brauchen auf jeden Fall hier Leute, die was können, ne? Aber View, okay. 52 Jahre. Okay. Relations, na, das ist jetzt erstmal eher nicht so wichtig. Overview hatten wir hier. Wie ist die Gesundheit? Steht da was Besonderes? Wounds, Next, das ist alles nicht wichtig. Skills haben wir nicht, ist klar. Wollen wir die erst noch zuordnen? Competent Speaker da, okay. Adequate Poet, Adequate Musician, Adequate Keyboardist. Knowledge, the Deep Crevice. Okay. Rooms. Swords. Guck mal die Personality an. Das ist, she has a feel for music, but she has. Ihr könnt es euch selber durchlesen. Ich überflieg's mal gerade. She accept favor without developing a sense of obligation. She is given to flights of fancy to the point of distraction. Ja. She needs alcohol to get through the working day. She likes working outdoors and grumbles only mildly at weather. She doesn't mind wearing something special now and again. Okay, das ist auch gut. Sie will nichts Besonderes anziehen. Mit anderen Leuten, Bonds, keine Ahnung, was das wieder heißt, alles. Komm, die will draußen arbeiten, dann wird sie ein Woodcutter werden. Carpentry kann sie dann auch machen. Bogen. Woodburner und Furnace. Watcher, Planter, Brewer. Nee, das machen wir alles nicht. Gem Cutter. Nee, Stone Cutter, Stone Engraver, Metal Crafter, Stone Woodcrafter. Könnte sie auch noch werden. Und Bone gehört bei mir immer zu Holz dazu, wenn es den Knochen irgendwo gibt, die wir auch machen können, ne? Crucial Labor. Ach so, da gibt es ja noch ganz viele. Ah. Papermaker. Wie viele Punkte hat sie noch? Zwei Skills left. Okay, dann lass das erstmal weg. Combat. Ja, da sollten wir vielleicht was reinpacken. Die muss axtmäßig was machen, weil sie ja Woodcutter ist. Und Other haben wir da, noch Swimmer, Mountdresser. Ich glaube, da brauchen wir sonst nichts. Sie hat jetzt noch einen Skill, den wir vielleicht hier noch reinmachen sollten. Archer, nee, war ein Ding, ist aber so ein. Ja, diszipliniert vielleicht, dann rennt sie nicht so schnell weg, wenn sie angegriffen wird. Und noch ein Skill left. Lass uns nochmal hier gucken. Nee, das ist erstmal soweit gut. Stone Cutter, Engraver. Das hatten wir schon. Miller, Treasure, Herbalist, Cook, Weber, Schneider. Also hier ein Trapper, Fallensteller oder sowas vielleicht noch. Wenn sie schon da draußen ist, könnte sie auch Fallen stellen, ne? Beekeeper. Pump Operator, den brauchen wir auf jeden Fall jetzt dann, ne?
Komm, dann nehmen wir sie noch als Pump Operator, damit das dann noch läuft. So, nächste. View. Personally has a very good sense of empathy, willpower and the son of patience. Das hört sich doch schon nach einem Führer an, oder? Probability to manage our understand social relationship. But he has had. Okay, das hört sich dann wieder nicht so gut an. Das heißt, wir machen aus dieser Person, glaubt, den Arzt, oder? Auch der Alkohol durch den Tag. Auch draußen arbeiten. Ja. Ja, was sind sie? Da sind often viel enemies of other. Ja, das hatten wir eben auch. Swords gibt's nicht. Military. Groups. Relations. People can be so angry and I just don't understand it. Hallo, sehr gut. Ja, Items. Jetzt nichts Besonderes, ist klar. Hier ist jetzt auch nichts. Layer will do all things, ist klar. Was hatten wir jetzt gesagt? Wir machen daraus einen Arzt. Weil er gern mit Menschen umgeht, aber keine Führung übernehmen will. Hatten wir, warte mal, ein Koch ist gleichzeitig mit dem Arzt zusammen zu machen. So wollte ich das machen. Kochen, Herbalist. Drescher, Buchbinder, Paper, Gläser, Potter, Mechanik. Nee, das dann eher nicht. Fallenstelle auch nicht. Fischcleaner, Cheesemaker, das könnte man noch mitnehmen so. Melker, das ist mehr der Bauer und Cheesemaker. Lass den mal erstmal weg. Potashmaker, nee. Mechanik, Rüssel, machen wir das erst nochmal. Butcher, machen wir dann am Schlachter. Brauer könnte es ruhig sein als Koch mit. Pflanzen, nee. Fischer Dwarf ist weg, schlecht, dann läuft er mal irgendwo anders rum. Das ist erstmal gut. Ja, welche Waffen hätten wir dann, ne? Äxte machen wir, oder? Was haben wir noch als außer Swimmer, Wounddresser? Wir wollten ihn als Arzt machen. Oh, Bone Doctor geht nicht mehr. Keine Skills mehr, okay. Warte mal, dann müssen wir was ändern. Das, ja, den lassen wir mal. Dann wird es doch kein Koch, oder? Was haben wir hier noch? Alkoholiker Cheesemaker. Den lass weg. Ach, da haben wir sogar zwei Skills schon vergeben. Ne? Das ist schlecht. Warte, machen wir nochmal Other hier. Home Doctor. Ja, ich glaube, das war es dann auch schon sinnigerweise für den Arzt. Und dann haben wir ihn auch schon fertig. Ja, lassen wir so. Nächste Person. Viewen wir die mal. 65 alt. Geht schon, wird schnell wieder gesund. Gibt schnell auf. Intolerant. Auch cool, ne? Lass uns erstmal einen anderen nehmen. Distant, weak, schwach, schwaches. Schon mal kein. Ich suche jetzt erstmal Mason. Hallo.
Warte mal, wo war die Personality? Auch Alkohol für einen Tag. Und sie arbeitet gern draußen, also vielleicht auch nicht gerade unser. Gut, Fokus, Low Willpower, Brawler. Ich glaube, Willpower braucht man nicht unbedingt, ne? Bei Steine abhauen, oder? Here's a great deal of patience, very good focus away with words and ability to read emotions fairly well. A poor ability to manage or understand social relationships, also auch kein Leader. Gehen wir hier nochmal, warte mal, Alter, Overview. 77. Der ist stark. Stark ist schon mal gut für. Und keinen Musiksinn. Aber der hört sich jetzt tatsächlich nach einem Leader hier an, ne? Auch der Alkohol durch den Tag. Ja, das da unten ist bei allen gleich mittlerweile, oder was? He tends to ask others for help with difficult decisions. Hört sich jetzt nicht 100% so an, ne? Values. Was steht hier unten? Die personally values, invisible days and sees. Wo fängt der Satz denn jetzt hier an? Er hat einen great respect for the law. Komm, dann gehen wir in die Skills rein. Dude brauchen wir jetzt. Ist das unter Others? Ich glaube ja, ne, oder? Er wird Leader. Egal. Musik brauchen wir jetzt nicht. Writer, Wordsmith. Als Leader brauchst du. Ne, das brauchst du als Händler. Comedian, Konversationalist. Recordkeeper, Appraiser, Huge of Intent, da haben wir einen. Intimidator, weiß ich jetzt wieder nicht, was das ist. Negotiator brauchen wir. Warte mal, lass erstmal Combat schnell noch machen. Wir wollen eben auch eine Axt. Alle kriegen eine Axt, und wenn es eine Trainingsaxt erstmal ist. Der braucht sonst nichts davon. Braucht er hier was von? Nein, auch nichts. Dann nochmal zu Other. Das waren die Dingens. Negotiator haben wir. Ein Lügner muss es nicht sein. Das muss aber vielleicht ein Händler sein. Wie viel haben wir noch? 5 Skillpunkte. Organizer muss er sein. Ah, passiv, ja. Student Concentrations. Machen wir auch ein. Das sind dann schon andere Dinge, die wir, glaube ich, nicht mehr brauchen dafür. Teacher, Leader, No Fluid. Den nehmen wir noch mit. Recordkeeper macht der auch. Nee, das ist doof. Recordkeeper macht er nicht. Appraiser.
Ich habe keine Ahnung, ich meine, den braucht man dafür auch und den nehmen wir dann auch noch mit, egal ob es richtig oder falsch ist jetzt. So, jetzt haben wir hier noch weitere Leute. Twister, Peasant. Naja, hier unten ist jetzt ein Trader geworden, laut dem Ding hier. Dann waren da Handelsdinger bei, ne? Auch egal. Wir brauchen definitiv noch ein Dingens. Wie heißt es? Der Steine klopft, ne? Der ist schwach, der auf jeden Fall nicht. Er kommt Recover quickly, Value Powers. Ah, das ist doch derjenige, oder? Komm, das machen wir jetzt hier. Was war da? Hier ist more focus, a little physical with your words, more. Das ist ja okay, das ist schon mal gut. Sitzt da unten alleine beim Steineklopfen, alles ist gut. Skills. Dahin, Miner. Oh, habe ich eben. Na komm, Combat, wie gesagt, alle kriegen erstmal eine Axt in der Hand. Miner, Carpenter, Mason. Armor, Blacksmith, Furnace Upgrade, nee, Gem Cutter kommt dazu. Gem Setter kommt dazu. Das war hier jetzt gut. Stone Cutter. Stone Graver, Engraver. Zwei haben wir noch. Stone Crafter. Ich glaube, dann sind wir da schon fast mit durch. Jetzt haben wir noch einen Wert über. Combat hatten wir, ne? Ja, und Leiber, Labor, Potter. Da ist jetzt nichts Steinermäßiges bei, oder? Beekeeper, Animal Trainer, Animal Crate, Caretaker, nee, Soper, naja, Butterschmecker, Lasmecker. Ich glaube, das reicht erstmal. Den einen Skill müssen wir aber irgendwo noch hinmachen. Combat, nee, aber. Das sind die Arztthemen. Record Keeper möchte ich jetzt nicht den machen. Wäre er ein Teacher? Oder? Nee. Dann hier noch mal gucken. Weaponsmith. Machen wir ihn da noch zu. Ein Brewer, ja. Stonecarver haben wir schon. Woodcrafter, Bonecrafter, nee, das nicht. Dann machen wir ihn noch zum Waffenschmied. Gut. So, jetzt sind nur noch drei da, die wir auch noch machen müssen, ne? Jetzt brauchen wir einen, der der Record Keeper ist, ne? Warte mal, Interview. Ja, pure Spatial Sense ist vielleicht nicht so wertvoll dafür. Musik, der singt dann dabei die ganze Zeit, ne? Gut Fokus, der spricht eigentlich dafür, oder? Lass uns dann zum Record Keeper machen hier. So, erstmal Combat, der kriegt auch eine Axt in der Hand. Labor. Warte, der Other War Record Keeper, ne? Da unten ist er. Dann kriegt er auch Organizer dazu. Gehen wir von unten nach oben gerade. Teacher. Flut Engineer. Wenn ich das dazu mache, nee. Ah, jetzt habe ich zwei gemacht, das ist schlecht. Novize-Leader, nee. Geographer. Weiß ich nicht, wofür man den braucht. Habe ich noch keinen Mathe brauche aber. Logisch verknüpfen der Lager. Critical Thinker. Ja, sollte er vielleicht auch machen.
So, Instrumente spielen keine Rolle. Speaker braucht er nicht. Reader, Poet, Writer, Wordsmith braucht man da nicht. Concentration braucht man da. Keine Ahnung, was es ist, ein Konsole, aber nehmen wir mit. Sollten wir Record Keeper steigern? Vielleicht machen wir da zwei raus. Negotiator, Persuader. Und das waren die Ärztegeschichten. Combat hatten wir. Kann der hier irgendwas machen? Ich glaube nicht. Der sitzt die ganze Zeit da auf dem Stuhl und macht die Records. Crucial. Fischstab. Nee, hier habe ich jetzt nichts für den noch. Kicker, nee. Der hat es eigentlich mit dem Kugelschreiber in der Arme. Da können Wrestler werden. Diszipliniert machen wir noch hier rein. Fertig. So, was fehlt uns jetzt noch? Das ist die gute Frage, ne? Einer, der Tiere managt, sozusagen, ne? Aber Farmer steht schon hier. Welche Skills hat er denn dann als Farmer hier? Herbalist und Cook. Hier sind noch zwei Werte: Butcher und Brewer. Okay. Da ist nichts mehr. Und das ist der auch gleichzeitig der Arzt. Sorry, wir sind schon eine halbe Stunde, ich weiß nicht. Dauert schon lange, ne? Lass uns mal gucken, dass wir ihn hier erstmal auch wegen Axt machen. Hier denke ich, brauchen wir jetzt nichts mehr. Ich glaube, das haben wir alles. Das heißt, wir müssen hier noch ein paar Miller and Treasure brauchen wir. Weber und Schneider. Leatherworker. Milker und Miller. Spinner. Beekeeper, Animal Creator, super. Nee, das würde ich jetzt nicht nehmen wollen. Haben wir jetzt hier noch irgendwo Dire Trapper, Ambusher, Trainer, Tanner vielleicht noch, weil wer sollte sonst das mit der Haut abziehen machen? Und dann ist der auch durch, passt erstmal. Und dann haben wir noch einen über, das ist dieser hier. Bookbinder, Waxworker. Mechanik, Potter hatten wir glaube ich schon. Cook hatten wir, Weber, Closier, Dyer. Mach den noch, den hatten wir noch nicht. Fallensteller mit Ambush. Fallensteller können wir vielleicht schon haben, weiß ich nicht. Hatten wir Fische, ja, Fischdissektor, weiß ich nicht. Er kommt Fischcleaner und dann. Shearer haben wir noch nicht. Spinner hatten wir. Beekeeper. Hatten wir schon Combat bei dem? Nee, hat man ja nicht. Dann ist das der letzte. Alle Skills verteilt. So, dann gehen wir auf Items. Und jetzt würde ich sagen, machen wir erst einen Cut und das Weitere machen wir in der nächsten Folge, weil wir sind schon ziemlich lang unterwegs, ne? Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wie ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.